Es ist spät. Imani hat Fieber. Jetzt wird sehr cringe, Leute. Was hilft gegen Fieber? Lieder. Luisa, gib ihn. Schlaflose Nacht. Das ist wieder eine schlaflose Nacht. Aiwa. Baba und Mama sind da. Kein Problem, let's go, Aiwa. Ich bin dein Baba. Und ich liebe dich so sehr. Das ist deine Mama. Aiwa. Und sie liebt dich noch mehr. Ich bin deine Mama. Cringe manchmal, kein Problem. 0 Uhr, Fieberzeit. Mama und Baba sind da, kein Problem. Aiwa. Kann sein, du hast Fieber und du findest uns cringe und wir singen ein paar Lieder. Das Ding, du musst akzeptieren. Du hast keine Wahl, deine Eltern sind cringe, okay. Aiwa. Was geht ab, Jindawis? Ey, der Kaugummi schmeckt sehr gut. Wir gehen spazieren. Es ist 23:38 Uhr. Gib mir jetzt noch einen Kaugummi, Mann. Nein. Gib mal einen. Nein. Willst du nicht mal deinen Kaugummi mit mir teilen? Ich denke Liebe, bis es nicht mehr geht. Ich denke Liebe, bis tot. Dein Kaugummi ändert die Liebe. Walla, ja? Tamam. Okay. Merke ich mir. Ich bin der größte Hund, wenn ich dir noch einmal einen Kaugummi gebe. Aiwa. Wir sind wieder zu Hause. War schön. Gute Nacht. Ihr seid ja immer noch da. Aiwa. It's Ikea time, man. Ich hasse Ikea, Wanda. Mr. Ikea, I hate your shop. I love your shop. Warum laufst du seinen Shop? Du bist sehr viel Krimskrams. Ja. Yeah. Weißt du, wie viele Kilometer du gleich laufen wirst? Krimskrams. Was willst du in 15 Minuten kaufen? Sei mir ehrlich, du bringst mich Ikea? Dankeschön. Aber 15 Minuten bevor der Laden schließt? Du hast mir gesagt Ikea. Du hast nicht gesagt, ich will eine Stunde vorher. Lass die nehmen. Die ist nicht echt. Ja, das ist doch besser, dann kann die nicht sterben. Du hast keine Ahnung. Den nehmen wir mit. Okay, warum der? Seiten auf null. Kleiner Übergang, oben Haare. Wir bitten dich, zur Kasse zu gehen und dort deine Einkäufe zu beenden. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Wie nennen wir die Pflanze? Man muss sich auf jeden Fall was krass einfallen lassen. Warte, Luisa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Bonsawi. Bonsawi. Bonsawi ist der Name. Bonsawi. Bonsawi, glaub mir. Aiwa. Weiter geht's mit Bauhaus. Wir müssen die Wohnung fertig kriegen, Mann. Was brauchen wir? Wir brauchen Schienen für unsere Gardinen. Ey, das hat sich gereimt. Wir sind bei Bauhaus wegen Gardinen. Dazu brauchen wir leider Schienen. Ich kenne den Typ. Er war damals in meiner Parallelklasse. 1984. Schmidi! Der stabilste Schmidi, den ich kenne. Guten Tag. Habt ihr ein Auto hier? Seid ihr mit Auto hier? Kriegt ihr denn so eine 3 Meter Stange da rein? So eine große Gurken hier? So, wenn man das fragt. Dankeschön. Ich küsse deine Augen. Das überlass mal meiner Frau. Aiwa. Luisa, das passt nicht ins Auto. Du weißt, was das heißt. Wir brauchen einen Transporter. Ich habe Connection. Ich besorge jetzt einen Transporter. Weißt du, wen ich kenne? Schmidis Cousin. Angela Merkel. Ich habe sie angerufen vorhin. Die ist gleich da. Da ist der Transporter. Sehr gut. Starke Leistung. Ab nach Hause. So, Angela. Sehr gut. Gib Gas. Komm, Luisa, hinterher. Wir müssen sie im Auge behalten, die Angela. Janne, rein in den Laden. Ich hab dich im Auge. Aiwa. Amerika, Amerika. Ein neuer Tag beginnt. Imani ist am Start. Heute haben wir einen Starfotografen organisiert. Ein Starfotograf, der Imani und mich fotografieren wird. Wir stellen euch jetzt den Starfotografen vor. Hassan. Ich heiße nicht Hassan. Luisa, nicht, dass Imani kalt wird. Du hast eine Chance, okay? Einmal drücken. Yalla. 3, 2, 1. Starkes Foto. Sehr, sehr starkes Foto. Yalla. Ich habe euch gesagt, Insta-Pflanzen ist nicht einfach. Man muss wie ein Killer sein. Man hat einen Schuss. Piu. Und da muss man treffen. Luisa, ich bin sehr stolz auf dich. Aiwa. Der Bauch ist voll, ihr kennt uns. Wir sind kulturell unterwegs, haben wir euch schon letztes Mal gesagt. Letztes Mal haben wir geschnuppert, wir haben geguckt, Kunst, ist es was für uns? Es ist was für uns. Wir sind
Jindawis El Picasso. Genau, Jindawis El Picasso. Wir haben das Auge für Kunst. Wir wissen, was ist künstlerisch gut, was nicht. Zum Beispiel dieses Bild, so wie der Bruder seine Brille trägt, ist sehr Kunst. Ich habe gar nichts gemacht. Ei, ei. Starke Leistung, mein Freund. Man hat einfach jetzt ein Auge für Details. Zum Beispiel hier, ich sehe, diese Wand wurde perfekt gemacht. Perfekte Kälte auch. Monets Garten heißt es. Was ist das für eine Ausstellung? Das ist einfach ein immersives Ausstellungserlebnis. Genau. Hey, oh. Interessant. Zum Beispiel das zeigt, was in deinem Bauch passiert, wenn du ein Sucuk isst. Viel ist erstmal los. Verdauung. Okay, hier sind wir richtig. Wenn ihr den krassen Kakao trinken wollt, den ihr in euer Leben getrunken habt, kommt hierher. Ist krass. Walla. Ach so, diese Kunst ist auch okay. Aber dieser Kakao, aber oh. Ey, ja, Imani, ja, Imani, ja, Imani. Mach Stoppuhr. Wie lange ich brauche, um Imani einschlafen zu lassen. Glaub mir, ich bin Profi. Ich präsentiere ein waches Baby. Luisa, macht den Timer an. Here we go! Was guckt sie mich so an? Sie will kämpfen. Oh, du willst schlafen, Baba, du willst schlafen. Ja, ja, oh, oh. Hey, bleibt genau wie ihr seid. Ha. Warum ist das Kunst? Sag du es mir. Zwei Kreise? Zwei Perlen ineinander. So wie ihr gerade da seid. Eine Perle auf eine Perle, Luisa. Kunst. Imani, du hast keine Ahnung. Bleibt genauso wie ihr seid. So, die Zeichnung ist fertig. Für Imani hatte ich keine Zeit mehr. Hey, komm mal. Luisa, dieses Wetter nervt. Egal, trotzdem darf man die Liebe nie verlieren. Bitteschön. Kann sein, ich komme in den Knast deswegen, aber die Liebe ist wichtiger. Dankeschön. Bitteschön. Ich schenke dir jetzt auch eine. Ich habe doch schon eine geklaut. Willst du noch eine klauen? Willst du mit mir im Gefängnis? Einer muss sich doch um sie kümmern. Sing mir mal bitte ein romantisches Lied. Ich brauche das jetzt. Call me closer, be me back. Hallo Liebe, nicht Problema. Ich will kein Problema haben. Jindawi-Ball, Leute. Da drin ist Himbeere, bisschen Schokolade und Kokosnuss und nochmal Himbeer. Komm rein, komm rein. Hast du heute auch einen Jindawi-Ball gegessen? Ja, ich habe heute auch schon einen Jindawi-Ball gegessen. Warum ist die Jindawi-Ball eigentlich gut? Ja, weil die einfach lecker schmeckt. Ey, wie läuft deine Schule? Gut. Was hast du gelernt zuletzt? Zuletzt habe ich sowas gelernt, so die Malaufgaben gelernt, aber jetzt sind wir fertig. Ihr seid fertig, also kann ich dich testen. Was ist 7 mal 8? 7 mal 8. Hallo, warum gehst du einfach? Hey. Lange ist her. Ladies and Gentlemen, Ladies, Cousinen und Cousins. It's time! It's weekend time! It's Mila time! Wir sind da! Sehr warm. Ey,
Leute, oh mein Gott, man kann hier rein und man ist dann mit den Schmetterlingen zusammen. Los, let's go, Leute. Ihr Name ist Imani. Aui. In den Dschungel, da lebt ein Junge, sein Name ist Nada. Aui. Seid ihr eingeschlafen?